Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns mal wieder im RTS, American Truck Simulator, mit der zweiten Folge. So, wir haben schon den nächsten Auftrag angenommen, in der letzten Folge ja schon, ganz am Ende. Also können wir hier gleich reinspringen, da wir Rückspiegel seht, ist die Ware schon drauf. Wir können also in dem sonnigen Las Vegas starten. So. Los geht's hier auch schon. Wir müssen nach Flagstaff. Schon wieder. Waren wir ja bei unserer letzten Lieferung auch. Von daher kennen wir das schon. Sieht gerade aus. Ups, ist noch ein bisschen eng. Ja, sonst ist weiter nichts passiert. Großartig. Ich habe ja gleich gerade eben angefangen. Ups. Wieso bist du denn da so langsam? Komm, Gas. Hat einen Schaden schon? Nein, Glück gehabt. So, ich wollte sagen, ich habe auch nicht weitergespielt seit der letzten Folge, also. Das geht hier in 1:1 über. Noch 9 Stunden 33 Zeit für die Lieferung. 4 Stunden 50 fahren wir aber nur. Also klappt das alles. So, da geht es auch schon weiter. So, da sehe ich jetzt auch schon das erste Fragezeichen, aber da kommen wir nicht dran vorbei. Schade, das könnte eine Arbeitsagentur sein. Aber wir haben sowieso noch kein Geld, um Mitarbeiter einzustellen. Daher ist es auch nicht so schlimm. Upsala. Da war der Kanzler ein bisschen im Weg. Na, Kollege, schön stehen bleiben. Schön rum. Zack. So, was man auch noch einstellen kann im Spiel, wenn einem das ein bisschen zu langweilig ist, während den Bestimmungsorten kann man sich auch noch schönes Online-Radio reinziehen oder seine eigenen Media-Player nutzen mit lokalen Dateien. Kann man alles einstellen, indem man hier auf R drückt für Radio.
Da haben wir den Musikplayer, da kann man halt seine Tracks reinladen in den Ordner. Oder den Radio Stream, den man hier aktualisieren kann. Zack. Dann haben wir hier zum Beispiel Trockers FM. Mal gucken, ob der funktioniert. Alles normale Online-Radios. Gangnam Style. Ja, wie ihr gehört habt, funktioniert. Brauchen wir aber nicht, sonst versteht ihr mich ja nicht mehr. Ich finde die Landschaft auch ganz cool gemacht. Muss ich sagen. Muss ich ein bisschen Mühe geben teilweise. Das ist ein bisschen das echte Wiedergeben. Die Grafik ist natürlich nicht so toll, falls wieder einer was sagt. Aber sie haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben, finde ich. Teilweise ein bisschen zu wenig, wie ich finde, weil die Tankstellen und Rastplätze und so, die sehen alle immer gleich aus. Das ist ein bisschen schade. Da gibt es keine großen Unterschiede. Und zumindest haben sie sich bei den Canyons und hier so ein bisschen Mühe gegeben, finde ich. Die Grafik ist auch okay. Ist ja immer noch ein Simulator von einer kleinen Firma, also das ist, denke ich, alles okay. Aber jetzt machen wir hier mal was, jetzt werden gleich viele aufschreien. Ah, rechts überholen, was ist denn da los? Können wir alles hier, keine Bußgelder an. Ja, klappt der. So ein bisschen drauf achten. So spart man auch ein bisschen Zeit. Wir haben das Limit von 80 km/h ja ausgemacht. Kann man hier schön am Standstreifen mal die ganzen LKWs überholen. Sehr gut. Na, sonst ist das Limit natürlich bei 80 km/h. Das dauert mir aber alles zu lange, muss ich gestehen. So, da dauert die Fahrt echt ewig. Soll auch ein bisschen interessant bleiben. Upsala. Ja, gilt natürlich aufzupassen. Toter Winkel und so. So, 196,95 Kilometer haben wir noch. Was haben wir überhaupt geladen? Maschinenteile, 8 Tonnen. Alles klar. Schaden haben wir keinen, sehr gut. Dann können wir auch mal den Tempomat reinknallen. Zack! Das finde ich auch sehr cool an dem Spiel. Man kann ja einfach schön mit Tempomat fahren. Braucht kein Gas geben die ganze Zeit. Fahrzeug überprüfen. Na komm, machen wir das. Muss man zwar theoretisch nicht, weil wir keine Bußgelder anhaben. Aber machen wir das einmal. So, hier am Signal anhalten. Zack. Ah, jetzt klappt's auch. Beim letzten Mal war das Symbol nicht da. Hat mich schon gewundert. Zack, 21 Tonnen, alles okay. Zack, Tempomat wieder rein und weiter geht's. Zeug ist Geld und so. Speed Limit aktuell. Können wir dann nicht vorbeifahren. Ist ein bisschen eng hier alles. Wir müssen auch gleich links rüber. Man hört doch schon schön den V8 Sound. Da
sind die Cops rechts von uns. Ja, das ist mal eine rote Ampel. Ja, ich weiß nicht, ob das so mega interessant ist für euch, die ganze Fahrt mit anzugucken. Oder ob es euch lieber wäre, wenn ich die Folgen schneide, ne, zwischen den Punkten einfach. Und dann wieder das Video beginnen, wenn ich angekommen bin. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was euch da am liebsten ist. Ich persönlich finde die Fahrt ein bisschen langweilig. Ja, deswegen freut mich auch, dass ich ein Video machen kann. Da kann ich ein bisschen sabbeln. So, komm, da muss dann da. Geh mal weg da. So, jetzt bitte grün BD. Na komm. Los geht's. Na geht doch. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ja, falls euch irgendwas interessiert zu dem Spiel, könnt ihr mir natürlich auch gerne in den Kommentaren die Frage stellen. Ich werde das gerne alles beantworten. Oder versuchen zumindest. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was euch zu dem Spiel interessiert. Oder zum Vorgänger, dem ETS 2, also dem Euro Truck Simulator 2. Und stellt sie mir einfach. So, jetzt haben wir noch 100 Kilometer. Machen wir jetzt Stoff hier. Den Berg auch schnell hochkommen. Platz. Ja, was den Ablauf der Folgen angeht, die werde ich auch kurz und knapp halten. Erstmal zumindest. Und nur eine, quasi eine Lieferung machen pro Folge. Ich denke, das ist ausreichend, da wird die Folge lang genug. Ich glaube, das wird sonst auch zu lange. Ein Stundenvideo in ATS, wie ich das in der Formel 1 gemacht habe, ist, glaube ich, nicht so interessant für euch. Das fand ich in Formel 1 schon grenzwertig. Und daher beschränken wir uns hier mal auf eine Lieferung. Da müssen das so 20 Minuten Folgen werden ungefähr. So im Schnitt, je nachdem wie lange die Lieferung dauert. Das ist, denke ich, ganz okay. 20 Minuten kann man sich das mal angucken. Ja. So, dann sind wir jetzt auch schon fast da. 13 Kilometer noch. Komm, na komm.
sogar die gleiche Anlaufstelle wie bei der ersten Folge. Gleiche Company. Sogar gleich angefahren. In der gleichen Richtung. Gut. Kennen wir also schon. Wieder schwer zum Einparken. Aber schaffen wir schon. Wissen wir auch gleich Bescheid, können wir gleich drehen in der Einfahrt. Jetzt ist gar nicht erst angucken. Ist ein bisschen eng. So, können wir gleich hier einmal das Heck. Oh! Ach so scheiße. Ups. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Upsala. Da Fracht auch beschädigt? Nee, zum Glück. Nur der Truck zum Glück. Upsala. Das war natürlich doch nicht geplant. Oh, ihr müsst jetzt mal ein bisschen warten hier, Jungs. Ich sehe hier einen Kollege. Na? Also sag mal. Das geht aber so nicht. Was sollte das denn? Danke, jetzt fährt er ein bisschen zurück. So, dann bauen wir mal. Ach, na, das hätte ich mir ersparen können. Ist ja eine andere Position diesmal. So, sparen können nicht. Aber brauchen da jetzt nicht so viel. Nicht so viel Platz, wollte ich sagen. Trotzdem ein bisschen. Ups, falsche Taste. Das wollte ich jetzt so nicht. Dann müssen wir nochmal. Ich merke schon, ein bisschen bin ich raus aus dem Spiel. Exakt. Ich da nochmal so ein bisschen orientieren. Nehmen wir mal die einfache Ansicht. Der Ansicht ist es relativ einfach, was das Einparken angeht. Zack. Jetzt ein bisschen weit links. Sein, dass ich das nochmal neu machen muss. Ja. Das ist okay. Mist, jetzt habe ich das gerade übersprungen, das Parken. Statt abzukoppeln, das gibt es keine Punkte dafür. Schade. Na gut, haben wir trotzdem noch ausgezeichnet bekommen als Lieferung. Bonus. Ach, wir haben schon wieder eine Fähigkeit dazu. Sehr gut. So, was nehmen wir denn mal dazu? Wir... Aber die Fahrten sind eigentlich im Moment lang genug. Eine lange Fahrt brauchen wir gar nicht. Wir nehmen daher erstmal die anderen Sachen. Man kann hochwertige Fracht machen, kriegt man auch entsprechende Bonus, aber Just-in-Time-Lieferung ist das Beste, was man am Anfang machen kann. Das gibt am meisten Geld. Deswegen machen wir mal Just-in-Time. Gut. Das war auch schon fast die erste Folge. Gut, dann mal gucken, wie lang die Folge jetzt schon ist. Kann ich leider nicht sehen.
So, liefern wir nochmal, schauen nochmal nach, was es hier so an Lieferungen gibt. So, wir sind jetzt hier irgendwo und nirgendwo. Las Vegas ist hier, Flagstaff ist hier am nahesten dran. So, da haben wir hier eine 473 Euro Lieferung. Interessiert mich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. 12.400 Euro Geschichte ist da schon interessanter. Da müssen wir aber auch hinfahren. Angebot läuft erst in 17 Stunden ab. Aber das ist dann auch noch okay. Ja, wir sind hier. Der blaue Punkt, das sind wir hier. Hier müssen wir hin zur grünen Flagge. Und die rote Flagge ist das Ziel. So. Dann haben wir das schon mal ausgewählt. Zack. Dann würde ich sagen, dass wir in dieser Folge da einfach noch hinfahren. Weil die Folge sonst, glaube ich, ein bisschen zu kurz wird. Gut. Das machen wir eben mal. Ist ja auch nicht so weit. Jetzt haben wir auch keinen Anhänger. Jetzt können wir hier richtig Gas geben. Gleich wieder auf den Highway rauf. Links nämlich. Zack. Los geht's. Lichter machen, gerade dunkel. So, haben wir auch das Licht. Fernlicht gibt es auch hier mit K. Haben wir auch belegt. Ja, K für Fernlicht. Auch eine geile Standardbelegung in dem Spiel. So, mal ist das Licht reicht. Hier mal gucken, was die Karre denn so läuft überhaupt. Den Tempomat auf 140 km/h eingestellt. Gucken, ob er die schafft. 135, das wird schon ein bisschen mühsam. Oh, schafft er locker. Ach, 140, zack. Und nochmal 5 drauf, 145. Ja, wo jetzt? So, war die letzte Kamera war mühsam. Ich glaube, hier ist fast die Grenze erreicht. Erreicht 140. Das ist okay. Das ist eine gute Geschwindigkeit. So, man kann den LKW übrigens auch noch aufrüsten natürlich. Also man kann einen Aufbau kann man machen, man kann den Innenraum gestalten. Und man kann natürlich auch einen größeren Motor einbauen, um mehr Zugkraft zu haben. Ja, und andere Achsen und Reifen und Felgen und naja, alles mögliche. Ja, also auch den Antrieb kann man verändern, also 6x6 Antrieb, 4x4 und so weiter, 4x2 und ja, das war's glaube ich. Hat dann auch Einfluss auf das Lenkverhalten, also ist nicht immer das Höchste, ist nicht immer das Beste. Gerade bei den Achsen, beim Antrieb, habe ich auch schon festgestellt, dass ich mit dem stärksten Antrieb, also nicht stärksten, sondern mit dem Antrieb der meisten Räder nicht so gut zurechtkomme wie zum Beispiel mit 4x4. Oder 6x4 ist es glaube ich in dem Fall. Also da gibt es auch so ein bisschen Unterschiede. Richtig. Ah, scheiße, verfahren. Mist. Können wir hier nicht mal ein bisschen zurückfahren? Machen wir jetzt das, was man nicht machen soll. Rückwärts fahren auf der Autobahn. Und los geht's. Ja, guck mal hier, Rückwärtsgang bis 50 fast. Schön 37 km/h Rückwärtsgang läuft. So. Keiner gesehen. Sehr gut.
So, jetzt sind wir wieder in der Spur. Haben wir noch 19 Kilometer, sind wir auch gleich da. Sozialreparatur war ich noch nicht bei 3%, das brauchen wir nicht. Das ist noch alles im Rahmen. Ja, was noch wichtig? Also einen Tank muss man natürlich auch, schlafen muss man auch, habe ich gesehen. Gesagt, wollte ich doch sagen. Also die ganzen Grundbedürfnisse muss man hier auch befriedigen. Müdigkeit kann man zwar ausstellen, aber das habe ich immer an. Und es ist, glaube ich, auch dämlich irgendwo. Sollte man schon anlassen für ein bisschen Realismus. So, fast da. In Flexdev. Nächste links. Und wieder links. Da sind wir. Moin. Eine Abholung bitte. Damit haben wir die Abholung bestätigt. Jetzt geht es an den Spaß ankoppeln. Das mache ich gerne. Ja, aufpassen, nicht gegenfahren. So, hier sind wir dann auch schon. Oh, das war ein bisschen zu schnell. So, jetzt ankoppeln hier. Oh, da bin ich ein bisschen schnell. So, zack, angekoppelt und das war's. Sehr gut, das war die heutige Folge. Viele weitere werden, denke ich, noch folgen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas mir mitteilen möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich generell über Abo, Likes und Kommentare natürlich. Und hoffe, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, ciao.